Die Rallye an der Wall Street, die wir seit Freitag sehen, verläuft durchaus im Rahmen des Erwartbaren. Warum? Weil wir eine extrem bärische Stimmung hatten, weil wir eine extrem bärische Positionierung durch Puts haben. Diese Puts werden gesqueezed. Die bärische Stimmung wird wieder mal als Kontraindikator realisiert gewissermaßen. Aber jetzt wird es spannend, denn jetzt kommen wir in die entscheidenden Zonen, die darüber dann letztendlich entscheiden werden, ob wir es wieder mal mit einer Bärenmarkt-Rallye zu tun haben oder ob jetzt doch sogar neue Allzeithochs im Bereich des Möglichen sind. Und wir sehen jetzt auch wieder eine ganz veränderte Stimmung. Die Long-Only-Fraktion ist wieder da. Siehst du, man muss doch jeden Dip kaufen. Neue Allzeithochs sind nahe. Das ist ein gutes Zeichen für die Bären, und auch wer CNBC etwa guckt, diesen amerikanischen Börsensender, der bemerkt eine ziemlich veränderte Stimmung. Ach, doch alles nicht so schlimm mit der Fed, lasst uns doch mal das Positive sehen, das Glas ist definitiv halb voll etc. Also da hat sich durchaus was getan. Was meine ich damit, dass diese Rallye durchaus im Rahmen des Erwartbaren ist? Nun, ich hatte diesen Chart oben von Lance Roberts schon des Öfteren gezeigt, ich meine seit Montag oder sogar am Freitag schon, Montag muss das wohl gewesen sein, im Videoausblick. Und wir sehen, wir haben uns jetzt erwartbar nach dem Abverkauf, hat der Boden gehalten, miserable Stimmung, RSI im Keller überverkauft bis zum Get Now, jetzt sehen wir das Zurückschnappen. Wir haben den 38er Retracement, 38,2er Retracement, 50er Retracement überwunden und nähern uns jetzt dem 61,8er Retracement. Und diese Retracements, diese Fibonacci Levels, die sind durchaus wichtig. Das wäre bei 4610 Punkten. Um und bei 30, 40 Pünktchen über dem aktuellen S&P-Stand, wie wir ihn heute Morgen jetzt auf Future-Basis sehen. Und oben sehen Sie die 50-Tageslinie, also den 50-Tages-Durchschnitt. Der liegt nochmal so 10, 20 Pünktchen drüber, so 4630. Das wird jetzt die entscheidende Zone sein, ob der Index da drüber kommt und damit überhaupt die Chance hat, mal diese ganze Rallye als etwas wirklich Eigenständiges zu klassifizieren, statt nur ein Short Squeeze, statt nur der Weg des größten Schmerzes zu sein. Wir sehen hier in dieser Grafik von Sven Henrik, dass wir jetzt 320 Punkte von diesem Unterstützungsniveau wieder gewonnen haben. Dieses Unterstützungsniveau wurde angelaufen ja am Freitag. Das waren damals die Hochs aus dem Oktober letzten Jahres, die wir hier nochmal getestet haben. Aber wir sehen auch hier, wir sind eigentlich aus diesem Aufwärtstrendkanal nach wie vor deutlich rausgefallen. Und da, wo die 50-Tageslinie verläuft, nämlich bei 4630 Punkten um und bei, da würden wir von unten kommend an die untere Trendkanalbegrenzung anstoßen. Also durchaus möglich, dass das hier kommt, der 50er bei 4629 aktuell. Also das zeigte, dass wir jetzt in diese entscheidende Zone kommen. Die Stimmung, wie gesagt, hat sich deutlich verbessert. Gucken wir mal auf den gestrigen Handel. Da ging es in den letzten Minuten dann deutlich nach oben und in der letzten Handelsstunde. Auch das wurde bei CNBC gefeiert. Guckst du, die letzten Handelstage, da ging es immer wieder nach oben in der letzten Handelsstunde. Ja, das stimmt. Im Januar ging es ja meistens ziemlich deutlich nach unten in der letzten Handelsstunde. Jedenfalls sehen wir die Indizes an einem Tag, der naja, so ein bisschen zäh war gestern, so 0,7% im Plus durchschnittlich. Selbst der Nasdaq, also da ist kein großer Ausreißer gewesen. Alle so um und bei 0,7%, interessanterweise. Die defensiven Sektoren Real Estate, also Immobilien und Utilities, Versorger. Unten Energie, Materials, Financial, Industrial oben. Also das zeugt eigentlich von Wirtschaftsoptimismus, wenn eben so Reopening-Geschichten hier nach oben gespült werden. Ja, und dann kam Google mit Zahlen, die nachbörslich die Erwartungen übertroffen hatten. Okay, aber warum ist die Aktie dann 7% gestiegen? Wegen den Zahlen? Ich glaube nicht, sondern wegen einer einzigen Geschichte, weil Google einen Aktiensplit angekündigt hat. Und zwar will man diesen Aktiensplit zu 20 machen. Das heißt, wer eine Aktie jetzt hat für 2800 Dollar um und bei, der kriegt 20 neue. Und warum ist das so toll angeblich, obwohl natürlich an Börsenwert an sich dieser Schritt nichts verändert, weil eben dann auch kleinere Anleger mal zugreifen können. Das hat etwa Google ja selbst angekündigt. Man adressiert also den Kleinanleger, die Reddit-Crowd, aber vor allem den Optionsmarkt, denn es ist gerade am Optionsmarkt
durchaus für eine Aktie nicht so schlecht, wenn sie optisch gesehen günstiger ist, dann können die Privatanleger da mehr machen. Insgesamt, wenn wir uns die Zahlen anschauen, natürlich sehr, sehr gut, was Advertising betrifft, also Werbung, vor allem die Google-Suche war sehr gut. Was will man erwarten bei einem Monopolisten? Jedenfalls sehen wir, dass dann andere Geschichten, YouTube-Ads zum Beispiel, nicht so toll waren. Auch die Cloud war nicht so gut. Also da gab es schon ein paar Dinge, die nicht so gut waren. Cloud etwa hatte man beim letzten Quartalsbericht ohnehin nach unten genommen, die Erwartungen. Und jetzt ist man so um und bei in dieser gesenkten Erwartung gewesen. Also okay, das sind überragende Zahlen. Natürlich, wenn ein Unternehmen in einem Quartal 75 Milliarden Dollar hier auf die Seite bringen kann, dann ist das natürlich schon der Hammer. Aber wie gesagt, es handelt sich um ein Monopol, das wahrscheinlich sehr viel schwieriger angreifbar ist als etwa eine Amazon oder irgendwelche anderen Tech-Firmen. Dementsprechend sollte man sich darüber nicht wundern. Aber die Berichtssaison, die war außerhalb von Google und AMD nicht so toll. Wir hatten etwa Starbucks mit eher mauen Zahlen, General Motors, naja, war so okay. Wir hatten da auch einige, Match zum Beispiel, das ist die Mutterfirma oder die auch das Produkt Tinder herausbringt, das zweistellig dann auf die Mütze bekam und vor allem PayPal mit 17% auf die Mütze bekommen. Und was da interessant war bei PayPal, war, dass man gesagt hat, also wir sehen so ein bisschen eine Abschwächung bei den Konsumenten, eben auch aufgrund von Inflation. Die Leute können sich also etwas weniger leisten. Wir leiden unter Lieferengpässen. PayPal hatte ja eBay geschluckt und ist davon dann durchaus mit betroffen. Also wir haben natürlich sehr gute Zahlen von Google und dadurch, dass Google ein Schwergewicht ist, zieht das alles nach oben. Aber da gab es eben auch dann Geschichten, die weniger schön waren. Und wenn wir uns jetzt den Nasdaq mal anschauen, dann sind wir durch diese Korrektur, die wir im Januar gesehen haben, deutlich günstiger geworden. Der Nasdaq 100 war so günstig wie seit 2 Jahren nicht mehr. Das ist die gute Nachricht für die Bullen. Die schlechte ist, er war teurer immer noch als zu jedem Zeitpunkt zwischen 2007 und dem Corona-Crash. Also das ist natürlich immer alles relativ zu sehen. Inzwischen haben wir da sehr viel wieder aufgeholt. Auch der Nasdaq hat ja über 1000 Punkte jetzt von seinem Tief gemacht, der Nasdaq 100. Und hier sehen wir nochmal die Gewichtung. Wir haben natürlich jetzt Zahlen gehabt von Apple, Microsoft und Google, die das Ganze stützen. Gar keine Frage. Heute kommt Gesichtsbuch, also Meta. Morgen kommt Amazon. Dann haben wir die 5 Großen, die insgesamt 23% Gewichtung haben, mit dabei. Das stützt natürlich die Aktienmärkte, stützt die Indizes, wenn diese Dickfische hier gut berichten. Aber wir haben eben auch einen Short Squeeze auf breiter Front. Wir sehen hier das Put-Volume von Retail-Tradern so stark, so hoch wie seit dem März-Crash 2020 nicht mehr, also dem Corona-Crash nicht mehr. Und wenn die Kurse steigen, dann kommen diese Puts unter Druck, unter Wasser. Dann wird der eine oder andere sagen, Schiete, das tue ich jetzt mal glatt stellen. Und damit tritt er dann als Käufer auf. Wir sehen hier auch die Most Shorted Stocks durchaus im Aufwind. Also wir haben es einerseits hier durchaus mit einem Short Squeeze zu tun, andererseits eben manche Dipkäufer, die sich gesagt haben, oh, ist doch wunderbar günstig. Aber jetzt werden wir eben sehen, wie es weitergeht. Nach wie vor bleibt die Fed das große Damoklesschwert, bleibt das Thema Inflation eben das Riesenproblem für diese Märkte. Und wir sehen, dass das Volumen jetzt etwa im SPY, dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500, das ist der größte Leitindex der Welt und dementsprechend ist dieses ETF das größte der Welt, jedenfalls größte Index-ETF der Welt. Jedenfalls sehen wir, dass das Volumen jetzt ein bisschen wieder zurückgeht. Wir hatten gigantische Volumina seit im Prinzip dem 21.01. sowohl nach oben als auch nach unten, vor allem nach unten. Allerdings, gestern haben wir schon gesehen, diese Aufwärtsbewegung unter relativ dünnem, vergleichsweise dünnem Volumen. Wenn wir uns angucken, wie sonst oft die Volumina sind, dann sind wir immer noch deutlich drüber. Aber es beruhigt sich etwas, die Panik geht ein bisschen raus, hat man das Gefühl. Und jetzt wieder neuer Fed-Speak durch James Bullard, St. Louis Fed-Chef, der gesagt hat, also beruhigt euch mal, 50 Basispunkte, also ein 0,5% Zinsanhebung ist wohl jetzt nicht so angesagt, aber wir könnten im zweiten Quartal schon mit dem Balance Sheet Runoff beginnen, also mit der Bilanzreduzierung. Die Märkte erwarten eigentlich so zweite Jahreshälfte erst und nicht im zweiten Quartal. Er sagt, dass die Märkte 5 Zinsanhebungen einpreisen, sei keine so schlechte Wette.
Und er sagte eben auch, dass diese Balance Sheet Runoff schneller passieren könnte als letztes Mal. Das liegt eben daran, dass schon alleine eben die Anleihen, die die Fed in ihrem Portfolio hatte, kürzer laufend sind als bei den letzten oder bei den letzten geldpolitischen Straffungszyklen. Dementsprechend dürfte das schneller gehen. Wir haben wenig Veränderung bei den December Rate Hike Expectations. Die liegen bei knapp 5, also man rechnet mit 5 Zinsanhebungen. Aber das für die Märkte entscheidend ist eben die Bilanzreduzierung. Das ist das, was den Aktienmärkten nach meiner Auffassung wehtut. Dann Bullard auch gesagt, ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nicht hinter der Kurve sind. Eben die Kurve sagt doch, du bist hinter der Kurve, so weit hinter der Kurve, wie man nur sein kann, dass man die Kurve wahrscheinlich nicht mal sieht bisher. Und der Ballard hat auch, hier sehen wir fast schon, dass eben die Zinskurve sich weiter verflacht. Das deutet darauf hin, dass die Anleihenmärkte sehr skeptisch sind, was die Konjunkturentwicklung betrifft. Ballard hat jetzt auch gesagt, also die Arbeitsmarktdaten, die am Freitag kommen, die dürften ziemlich schlecht ausfallen, eben wegen Omikron. Wahrscheinlich sind schlechte Wirtschaftsdaten, wie hier ein Kommentator bemerkt, dann auch transitory. Also was vorher die Inflation war, nämlich transitory vorübergehend, das werden dann wahrscheinlich enttäuschende Wirtschaftszahlen, wie auch immer. Balance Sheet Reduction, also dieser Runoff, diese Reduzierung der Bilanzsumme, das sehen wir hier, ist eben das Entscheidende. Ich hatte diese Grafik gestern schon gezeigt, weil eben die Aktienmärkte ziemlich parallel mit der Bilanzsumme der Notenbanken laufen. Apropos Bilanz, jetzt haben die Amerikaner heute Nacht das Niveau von 30 Billionen Staatsverschuldung geknackt. Der öffentliche Haushalt wohlgemerkt, würde man die Privathaushalte und die Unternehmen mit dazu rechnen und die Kredite insgesamt, dann kämen wir auf 80 Billionen, also eine stattliche Summe, all das geht ziemlich schnell. Jetzt sagt hier ein Kommentator auf Finanzmarktwelt, ja, bemerkenswertes Tempo, wie hier diese Verschuldung steigt, weil wir noch am 1.12. bei 29 Billionen waren, oder da haben wir gerade erst vor gut einem Monat oder vor zwei Monaten praktisch diese 29 Billionen Marke geknackt, jetzt nochmal eine Billion obendrauf, also es ist ein atemberaubendes Tempo. Wie viele Zinsschrittchen können dann passieren? Das ist die Frage, eben wahrscheinlich etwas weniger, deswegen achten wir auf die Bilanz und gehen davon aus, dass eben die Fed gar nicht in der Lage ist, die Zinsen allzu weit anzuheben, aber die Bilanzreduzierung ist doch das, was dann wehtun kann. Hier sehen wir nochmal National Debt. Wir sehen, wie lange es gedauert hat, um sozusagen die nächste Billionengrenze zu erreichen. In diesem Fall jetzt aktuell mit 30 Billionen sind es 46 Tage, aber es geht insgesamt immer schneller, wenn wir uns mal vorstellen, dass wir etwa noch im Bereich vor der Finanzkrise waren wir bei 8 Billionen Dollar, also das hat sich mehr als verdreifacht in nur 16, 17 Jahren. Das ist natürlich einfach absolut katastrophal. Und heute kommt Interessantes aus der Eurozone. Morgen haben wir ja die Sitzung der EZB. Die sind das letzte gallische Dorf, das sagt, oh, welche Inflation, ich sehe keine Inflation, höre keine Inflation. Mein Name ist Lagarde. Welche Inflation? Ja? Habt ihr deutschen Inflation? Das ist euer Problem, aber nicht meines. Jedenfalls sehen wir, dass die Daten heute um 11 Uhr kommen. Prognose offiziell 4,4%. Nachdem aber die Daten aus Deutschland und Frankreich schon über der Erwartung lagen, dürften wir deutlich in Richtung 5% gehen. Das ist dann etwas weniger wegen der deutschen Mehrwertsteuer. Basiseffekt-Geschichte, aber wenn wir uns hier sehen, mal die Inflation Surprise Index in der Eurozone, was also praktisch die Abweichung von der Erwartung betrifft, dann ist das hier eine extreme Kursrakete nach oben. Also die Inflationsdaten in der Eurozone kamen immer deutlich über der Erwartung rein. Das gilt übrigens auch für die Wirtschaftsdaten. Da liegt Europa derzeit deutlich besser als die Amerikaner. Aber die EZB will dennoch von einer geldpolitischen Straffung relativ wenig wissen. Mal sehen, ob sie angesichts der hawkischen Wende der Fed das aufrecht durchhalten können, gerade auch angesichts der Inflationszahlen. Jedenfalls neues Allzeithoch auch bei der Bilanzsumme der EZB, 8,6 Billionen. Damit erreicht man
mehr oder weniger jetzt auch die Fed-Bilanzsumme. Allerdings entspricht diese Bilanzsumme 81,7% des BIPs der Eurozone, während die Fed in ihrer Bilanzsumme nur auf 36,9% kommt. Die Bank of Japan ist hier Spitzenreiter mit vor allem der SNB, der Schweizer Nationalbank, mit 140%, die Japaner bei 134,5%. Also 11 Uhr, das wird ein absoluter Hingucker. Und wenn Sie wissen wollen, was heute wichtig wird, heute kommen ADP-Arbeitsmarktdaten, wie die Lage einzuschätzen ist. Und ich sehe die Lage ähnlich. Die Luft wird jetzt dünner. Deswegen sage ich, jetzt wird es spannend. Jetzt kommen die eigentlichen Niveaus. Jetzt wird sich entscheiden, ob wir es nur mit einer Bärenmarkt-Rallye zu tun haben. Oder ob es doch etwas anders ist, man soll niemals nie sagen. Ich denke, solange die Fed nicht umsteuert, weil die Inflation deutlich runtergeht und nur dann würde sie umsteuern, solange sind solche Rallyes Verkaufgelegenheiten. Fragt sich immer eben nur, von welchem Niveau. Jetzt kommen interessante Niveaus in dieser Zone 4610 bis 4630 etwa. Ich sage Servus und ciao.